Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder mit einem sehr krassen Frame-Einbruch und MTB Crafter. Hallo. Und wir fahren heute dem TAM 2C. Da haben wir uns pachten geben lassen von Gaijin, weil wir sind da beide noch nicht. Das ist der End-of-the-Line Light Tank der Deutschen. Ich finde den optisch mega ansprechend. Ich finde den richtig hübsch. Was sagst du? Ja, also er sieht definitiv nicht schlecht aus. Ja. Schlimmeres. Gibt wesentlich Schlimmeres. Ich finde, das ist ein sehr guter Light, beziehungsweise die ganze TAM-Reihe sind sehr gute Lights, finde ich. Die Kanone ist die 10-5er, die man quasi vom Leo schon kennt, aber man hat ziemlich gute Darts, dem 63 zumindest mit dem hier. Und ansonsten bietet er eigentlich alle gewöhnlichen Vorteile, die meisten anderen Fahrzeuge auf dem Battle Rating auch liefern. Und jetzt schauen wir mal, was wir damit reißen können oder ob wir direkt platzen. Möchtest du vorfahren? Eigentlich nicht, ne. Und der klingt auch wie ein Spitzer. Wollen wir hier hochfahren dann? Ja, war der Plan. Ja. Und hat eine sehr schöne Thermalsicht. Ja, der hat Gen 3 Thermals. Ach komm, hier ist bestimmt nichts. Ich fahr einfach. Ja. Mit dem Spotten sollten wir uns absprechen. Ja, ich habe bis jetzt noch gar nichts gespottet. Wo ist der Light, der unseren Typ so zu schaffen? Ah, okay, der ist dahinter. Wo, was, wie? In C. Achtung, der guckt, glaube ich. Pass lieber auf. Radiator! Jetzt auch nochmal. Boah, der hat so einen richtig coolen Rückwärtsgang. Nice, Kette. Kraftstofftank. Nice. Oh oh, Arti. Artillerie. Artillerie. Ey, wie viel hält denn der aus? Darf ich auch nochmal? Ja. Moment, ich fahr hinter dir, also rechts von dir. Ich habe nichts draußen. Ich könnte schießen. Sehr schön. Dankeschön. Unter uns wird das sein, glaube ich. Ja. Ich hab's auch gehört. Ja, da ist eine Flak. Ah, eine Flak. Ist die raus? Nee, die ist nicht raus. Oh, weiter Richtung C. Hältst du mal das hier im Auge und guckst ein bisschen auf die Flak, wenn sie da hochkommen sollte? Warte, was genau im Auge? Ja, da wo du stehst, nach rechts und nach C in die Richtung. Ja. Weil dann guck ich mal von hier runter zu A, weil unser Team scheint da Probleme zu haben. Hier kommt ein Hubschrauber, da können wir beide nichts gegen machen. Schwierig. Zwischen uns unten ist ein Medium, markiert gerade. Ja, ich sehe es. Und da oben ist auch was, werde ich gleich beschießen. Kann ich mehr fahren. Okay, der fliegt eine A10, das ist nicht so cool. Aber das war cool. Und der Heli kommt, glaube ich. Wo? Aus welcher Richtung? Hier, die Richtung. Und by the way, Leute, ich hoffe, dass der Sound wieder besser ist. Letzte Folge war ja, glaube ich, ein bisschen zu laut für euch. Das tut mir sehr leid. Ach, die ist schon weg. Oh, der ist ja direkt über uns, der Heli.
Was? Jetzt bei A in der Richtung. Ich glaube, der stürzt ab. Ja. Ja. Ach lol, jetzt sehe ich ihn erst. Oh Gott, bin ich blind. Also unter uns steht immer noch der Turms. Ja, und bei B ist was. Oh, interesting. Ich bin mir gerade überlegen, willst du nach B gucken? Dann gucke ich mal, ob ich im Turms eine reindrücken kann. Bei mir hier unten ist, glaube ich, entweder immer noch die Flak oder was anderes. Vermutlich die Flak. Gott, ich habe hier echt komische Framedrops die ganze Zeit. Hast du auch immer mal wieder so Framedrops? Ist mir jetzt in der Runde noch nicht aufgefallen. Okay, hab den in B. Sehr gut. Oder zumindest einen in B. Ich guck mal, ob ich's einnehmen kann. Oh oh. Flugzeug. Wait, what? Oh verdammt! Oh, verdammt! Oh! Danke! Oh, danke! Mir hat gerade unser Wiesel in den Arsch gerettet. Okay. Der Turms hat mich gepusht. Aber richtig hart. Und ich hatte gerade geschossen und der Tam lädt jetzt nicht mega schnell nach. Nee, echt nicht. Also, es ist okay, aber du kannst keine zwei Gegner hintereinander abfrühstücken. Das geht nicht. Wo ist eigentlich unser Team hin? Ich habe keine Ahnung. Hast du Input, wie es bei B aussieht? Ich bin gestorben, also Panzer waren da keine. Ich wurde von zwei Flugzeugern geflogen. Ja, ja, aber hätte ja sein können, dass du noch irgendwas in der Nähe gesehen hattest. Nee. Was sich potenziell in diese Richtung bewegt hätte können tun. Aber es sind noch so viele Gegner übrig, also... ist da sehr wahrscheinlich noch irgendwas. Ja, da ist definitiv noch was. Hat mal Arti da reingelunzt. Ja, Arti habe ich noch nicht. Was oder bist du? Au, ja gut. Ich hab verkackt. Oh, hi. Ich hab hart verkackt. Ja, vor mir waren zwei Gegner und hinter mir war einer. Und der hat einen Teddy drauf. Gnarf! Ich finde die Lichtstimmung auf der Map gerade irgendwie ein bisschen merkwürdig. So. Eigentlich der Himmel ist voll blauer. Die Map ist irgendwie gefühlt richtig dunkel. Ja, es ist. Ja. Irgendwie schon, ja. Wie sieht's vor dir aus? Muss ich mir Sorgen machen? Ich höre auf jeden Fall was. Ja, weil ich hinter dir quasi bin. Ja. Oh, und es sieht mich. Also hier ist was. Soll ich zu dir kommen oder soll ich lieber A verteidigen? Boah. Okay, ich guck mal, ob ich einen sicheren Schuss zu A rüberkrieg. Ja. Push halt nicht wie blöd. Ich guck kurz und dann komme ich zurück. Weil alle drei Punkte verlieren wäre blöd für unsere Tickets. Das stimmt wohl. Jetzt smockt der rum. Alter, diese BTRs, ne? Das ist quasi das russische R3. Oh, bist du raus jetzt? Ich liebe diese 20er. Ich lebe. Ich habe mit der 20er sein Rohr zerstört. Ich lebe! Ah, die 20 ist wirklich gut. Von dem Leo 2. Ja, also zumindest als Unterstützung, nicht als Hauptwaffe.
Ja, aber das reicht vollkommen. Ich meine, ich habe den gerade komplett das Rohr zerstört mit dem Ding. Und das in kürzester Zeit, also die haut schon ordentlich rein. Hm, das stimmt. Das ist so genial. Gegen Lights habe ich aber das Gefühl, macht sie kaum was. Gegen was? Gegen Lights. Also ich habe so oft das Problem, dass ich zum Beispiel irgendwelche BMPs oder so mit dem Ding anschieße. Gut, es sind BMP, aber ja, also du sollst eigentlich easy durchkommen. Passiert aber nicht. Ich krieg BMPs eigentlich ganz gut klein immer. Hast dein Erstgeborenes schon versprochen, ne? Noch nicht, ne? Dann hör, also nicht, dass ich wüsste. Ich komm jetzt hoch zu dir gefahren. Ja, ich guck mal, ob ich Bier einnehmen kann. Ich hoffe, ich krieg nicht schon wieder von irgendeinem Panzer in die Seite. Der wackelt. Also wenn du mit dem über Hügel fährst, über mehrere hintereinander, bei diesen Dünen, du kommst echt aus der Spur. Ach Gott. Alter. Alter. Um deren Spawn. Okay. Mhm. Unpraktisch. Unpraktisch. Gut. Ja, unser Team kriegt jetzt von hinten auf die Nuss. Ich muss da nochmal hinfahren. Also das war... Ja, der TAM ist ziemlich dünnwendig. Sehr schön. Wieder mit der 20er? Ja, die ist so brutal, diese. Ich freue mich für dich, dass du da so mit gut klarkommst. Ja. Aber auch nicht immer. Also, es ist situationsbedingt. Ach, Leute. Ich glaube, den habe ich gerade von hinten gesehen, wollte ihn abschießen und dann hat mich die Flak gekillt. Okay. Deutsche Fahrzeuge, seien es jetzt Lights oder Leopards, die fühlen sich so leicht an, wenn du über irgendwas drüber hüpfst. Ja, schon irgendwie. Also, du kriegst halt irgendwie sehr viel Luft, wenn du weißt, was ich meine. Hier drauf. Ach ja, Kettenphysik. Läuft für dich. Also, die gute Runde. Also, so halbwegs. Ja. Geht schlechter, das stimmt. Alter, ich komme mir vor wie mit einem Go-Kart. So verhält sich doch kein Panzer. Was ist denn der Schuss hin? Hast du wo drauf geschossen? Ja, ich habe wo drauf geschossen. B wird schon wieder gecapped. Boah. Hilfe. Also wir sind auf die Punkte angewiesen, ne? Ja, ich habe hier gerade einen Gegner vor mir. Das dachte ich mir. Och, komm schon. Fahr. Oh. Ich hasse diese Kettenphysik. Wirklich, ich hasse sie. Das macht überhaupt keinen Sinn teilweise. Ja, habe ich gerade auch mehrfach gehabt. Weißt du, die eine Düne überfliege ich quasi, als wäre ich aus Helium. Oder wäre ich mit Helium gefüllt. Die nächste Düne komme ich nicht hoch, obwohl die von der Steigung nicht viel mehr, viel steiler ist. Ja. Okay, das ist sehr schön. Sehr schön. Da ist, Achtung, da ist aber noch was. Wo ist da? In der Nähe von B. Also der pusht mich, glaube ich. Der dürfte gleich hier rauskommen. Oh ja, direkt bei mir. Was? Oh, die. Hier in XM1 ist es, glaube ich. Und ich habe sein Rohr wieder mit der 20er zerlegt. Sehr gut. Komm gleich zu dir hoch. Hat er sich zurückgezogen? Ja, der repariert gerade. Wo denn? Also. Hier direkt hinter der Düne. Ich bin jetzt auch wieder repariert, kann jetzt wieder kämpfen. Achtung, feindlicher Flieger fliegt dich an. Au. Wo ist der XM1? Der dürfte hinter der Düne hier sein. Okay, der wird wahrscheinlich mittlerweile seine Kanone repariert haben.
Ja, er fährt wieder, Achtung. Ich kann nicht fahren, aber schießen. Sehr schön. Oh mein Gott, hi. Rheinmetall, Kruppstahl oder wer auch immer, sonst segne diesen Autoloader. Au. Okay, das ist vielleicht nicht so schlau, sich neben dich zu stellen. Und da hinten schießt einer auf mich. Warte. Ja, genau, der. Deswegen solltest du warten. Der hätte sich, glaube ich, nicht beschießen können, wenn du stehen geblieben wärst. Bin ich mir nicht sicher. Das war super knapp, glaube ich. Ja, hat mir in die Optik geschossen, daran bin ich gestorben. Hm, sehr schön. Ich guck mal, ob ich dich rächen kann. Weil gewinnen werden wir das nicht mehr. Nee, sieht schlecht aus. Wow, und es hat mal wieder nicht gezählt, oder? Diese Mechanik, können sie sich echt sonst wohin stecken? Ja, das ist ultra nervig. Oh, danke, ganz viele Backups. Wir können jetzt noch viel mehr suffern. Ja, auf, direkt in die nächste. Es wird nicht lange rumgeschnackt. Nebeltöpfe. Aber ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den TAM findet oder generell die TAM-Reihe. Also ich muss sagen, mit dem 8.7 habe ich jetzt nicht so viel unternommen, also mit dem hier. Aber mit dem Premium bin ich richtig glücklich, den kann ich empfehlen. Und der da ist auch spaßig. Also das ist meine erste Runde mit ihm und spaßig. Ja, der ist, der 9.7 ist wirklich spaßig. Okay, wir sind auf 10.7 gelandet, ich fahre trotzdem zu C. Wobei, wir könnten nochmal versuchen zu A zu fahren. Das Ding ist schnell genug. Na? Allerhopp, ja. Allerhopp, was soll schief gehen, ne? Ja, alles. Ich meine, es ist ja nur 10.7. Ja, da ist sowieso alles schneller als wir, aber... Ich versuche straight hier rüber zu kommen. Ja, Tito. Nicht hingucken, dann ist da nichts, oder? So war das doch, oder? Nö, da ist nichts. Und es funktioniert jedes Mal. Ich finde das irritierend. Ich finde halt, das habe ich dir offscreen auch schon gesagt, ich finde gerade diese Zusatzhalterung hinten, diesen Zusatz-Utility-Korb am Heck vom Turm, irgendwie, der macht das ganze Fahrzeug noch ein Stück hübscher. Den Hinterkopf, genau. Okay, wir haben genug auf der Außenbahn. Bist du soweit? Stimmt. Ich werde das so bereuen. Ich bin direkt bei dir. Bei dir. Ist ja nicht so, dass er der One-Shot meistens ist. Ja, dann fliegt der Pfeil durch uns beide durch und dann ist gut. Dann können wir direkt neu spawnen. Oh, das ist romantisch. Dann sind wir direkt wieder zusammen. Oh. Mhm. Heute bist du echt romantisch. Das ist ja so süß von dir. Ups. Au. Achtung. Hast du gesehen, woher? Das kam irgendwo aus der Richtung. Ja. Geht's dir, also bist du kaputt? Getriebe. Und es war nicht vom Andotzen gerade. Nee, du wurdest beschossen. Das war eine Autokanone. Danke. Also ich sehe hier auf jeden Fall was. Aber da ist ein Kasten dazwischen. Da kann man durchschießen. Oh. Ah, da ist was. Fahr weg. Ja, gut. Kann ich reparieren? Kaputt. Nee, mein Fahrrad ist tot. Alles andere ist beide. Ich durfte nicht scouten. Oh Gott. Habe ich aufs Falsche geschossen.
Ich weck mal kurz meinen Boom nachladen. Ja. Tun Sie dies. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Ich bin am Motor von einem Bill abgeprallt. das ist ein bisschen, also teilweise gut, teilweise Nachteil, dass der Turm so weit hinten sitzt. Also gerade wenn du frontal. Treffer. Schlecht. Ja. Bin weggefahren. Crit. Chill. Oh, wow. Was hat der denn für einen Anflug gemacht? Ja. Okay, ich fahre jetzt nach rechts. Ich spawn nicht nochmal auf der A-Linie. Auf der Einsatzfeuerlinie. Ja. Unser Team braucht da, glaube ich, Unterstützung. Was war das denn? Kennst du den Film Stealth? Ich glaube. Mit diesen neumodischen Tarnkappenflugzeugen und dem KI-Flugzeug, was alles kaputt macht? Nee, kenne ich nicht. Da macht, gibt's. Wie viele Kill-Assists bekomme ich denn bitte gerade? Ja, ich auch, also einen. Da gibt's eine Szene, da müssen sie ein Dach von einem Gebäude durchschlagen mit einer Bombe. Und die Bombe kriegt einfach nicht genug Speed drauf, deswegen machen sie einen Dive, so wie der eben, und droppen die Bombe halt mit Überschall quasi. Okay. Da musste ich gerade dran denken. Ist ein ganz cooler Popcorn-Kinofilm. Also ist jetzt nichts, wo man denkt, boah, ja, auf jeden Fall, aber man wird gut unterhalten. Okay. Achso, du bist wieder im 2K unterwegs. Ja. Ja, klar, Mada. Fahr du mal vor und dann fahr ich hinten rund. Wie ist der Plan? Fahren wir ganz nach außen? Fahren wir mit dem Mada? Nee, ich fahr jetzt erstmal hier in der Mittellane. Da ist man am besten noch gedeckt, wenn man cappen will. Okay. Also ich werde halt versuchen, mich hier irgendwo hinzustellen. Jo. Gunner Engine Radiator. Ah, oh, der hat keine Kanone mehr. Willst du dir holen? Bin gleich da. Okay, sorry, ich muss schießen. 50 Kills machen mir Angst in deutschen Lights. Ja. Da bin ich vom Ruhr gebrandmarkt. Ich glaube, ich höre rechts was. Oh nee. Mhm. Da hatte ich kurz ein bisschen Pipi in der Hose, muss ich sagen. Beide. Mhm. Sus sind böse. Willst du vorfahren? Weil ich glaube, du überlebst mehr an ersten Schuss als ich. Jo. Wir sollten nur vielleicht so fahren, dass ich auch schießen kann. Du musst mir nur sagen, welche Richtung. Ja, ich will innen bleiben. Dass du quasi das erste bist, was sie sehen, rausfahren, wenn sie dich getroffen haben oder eben verkackt haben und dann können wir beide drauf schießen. Wir sollten vielleicht aber eher in Richtung B fahren, oder? Ja. Ich glaube, vor uns hört was. Oh ja. Sorry, da musste ich schießen. Das ist gut, und ja. Da ist noch einer. Oh, jetzt wird's gleich fertig. Wow. Was? Der hat dich noch bekommen? Ernsthaft? Sorry, ich hab voll verschossen. Ja, ich auch. Das hat mich so on surprise gekriegt.
Wäre so cool, wenn der Radkampfwagen auch die 20er oben drauf hätte. Ja! Das wäre so richtig übel. Ja, true. Wäre so der High-Tier R3. Ja. Ich will mich jetzt nicht an diese Assi-Posi stellen. Helfen wir uns bei B, oder? Ja, ich glaube nicht, dass ich den Weg zu B überleben werde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einer der beiden BMPs mindestens zurückkommt hier. Also ich fahre auf jeden Fall zu B. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch einen Punkt. Ja, yeah, ich wollte nur kurz abwarten, ob der nachkommt. Weißt du, lieber einen sauberen Hintern als irgendeinen Hintern mit BMP. Na, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Irgendwie weiß ich schon, was du meinst, ja. Philosophie Seras. Das ist die Philosophie Hakuna Matata. Oh Gott. Sorry. Ja. Nein, das heißt, niemand nimmt uns die. Verdammt, ich hab den Text verkackt. Warum ist denn da jetzt ein Gegner bei mir? Ein Gegner? Oh, da lebt noch. Au. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Lebst das du? War sein Arsch. Wo wir es vorher noch von Hinterteilen hatten, ne? Ja, ja. Wolltest du schön in die russische Unterwanne schießen? Au. Das war der Arsch. Das komische Fetische. Das war der Arsch, ja. By the way, Leute, wie findet ihr eigentlich, dass die ganzen Smoke-Dinger jetzt einzeln droppen? Oder in paarweise nur noch? Ich finde es eine super Änderung, weil man jetzt viel freier entscheiden kann, was man wo einsetzt. Ja, ich finde es auch deutlich besser. Da kommt was. Ah, ich kann jetzt auch wieder schießen. Oh, jetzt holen sie sich C. Fahren wir zu C rüber, oder? Ja, nachdem ich den mitgenommen habe. Die Kanone ist nice, muss ich sagen. Also die macht Spaß von dem Ding. Gerade mit der DM63. Hallo. Hallo. Ich hab leider keine 20er mehr. Wie? Ja, die ist, mein Kommandant ist weg. Ach so, ich dachte gerade im, ja. Nee. Da mag ich den 2K-Ber lieber, muss ich sagen. Die 152er ja, klingt auf dem Papier sehr cool, aber irgendwie bringt sie nicht die Leistung wie die 120er. Oh, hier ist ja ganz schön verschachtelt. Ja. Eieiei, was kannst du eigentlich? Nicht fahren. Oh Mann. Ah. Wir haben es voll drauf. Glaube ich, Gegner irgendwo. Ja, ich glaube, rechts vor uns ist irgendwo ein Tay-Day. Mir war so, als hätte ich hier gerade irgendwo ein TD gesehen. Ja, ich auch irgendwo. War da bestimmt irgendwann irgendwas. Ich glaube, ich höre rechts von... Ah ne, das ist unser STKFZ. Das klingt so nicht passend für die Ära vom Motor her. Ja, dann fahren wir wohl mal zu C. Von wo war das denn? Oh, von daher. Unbeschädigt. Wow. Ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Du bist direkt vor mir. Markierung ist. Ich bin... Ja... Okay. Optik. Warum ist sie unbeschädigt? Ein Pfeil. Russe. What the fuck? Russe. Wir müssen uns bei sowas echt absprechen, dass du nicht direkt in meine Line of Fire dann ziehst. Ja, musst du mir halt sagen, in welche Richtung. Ich bin direkt hinter dir. Das musst du im Kopf sehen. Musst du gucken. Musst du gucken in die Kopf. Ja, ich gucke in meinen Spiegel rein, ja.
Spieglein, Spieglein an der Wand, ne? Wecker, komm her. Crit mit dem Dart. Stürz jetzt ab. Komm. Kill Assist. Na, immerhin. Das läuft. Oh, meine 20er geht wieder. Ich bin echt ein bisschen irritiert, wie gut das gerade läuft. Ja, das ist irgendwie komisch. Ja, es ist Eventzeit und ich so. Oh. Oh mein Gott. Das ist unsere. Ich will sie abschießen. rechts von uns. Light, hier hinter den Containern. In Pursuit. Ich fahre eine weiter rechts. Oder ich fahre direkt in C. Ja gut, das ist eh vorbei. Schade. Das tut mir leid für dich, Luffy. Ja gut, hatte ich auch mal. Meine bis das, jetzt ja, ja, das, genau, genau. Das sind auch die einzigen Nukes, die ich bis jetzt hatte. Das sind diejenigen, die mir am Ende der Runde auffallen, dass ich sie kriegen könnte. Gut, er hat auch über 4000 Punkte gehabt. Ja, ja. Ist okay, ist okay. Ist okay. Wobei es ist krass finde, mit 4 Toten und 11 Kills eine Nuke zu bekommen. 12 Kills. War noch ja, ja, ja. So, sind jetzt bei 30 Minuten. Hatten eigentlich 2 ganz gute Runden, würde ich sagen. Ich glaube, wir wollen unser Glück jetzt nicht überstrapazieren, oder hast du noch so richtig Bock? Wollen wir nicht, wollen wir nicht. Wollen wir nicht? Ach, weißt du was? Was soll der Geiz? 150% Booster. Gib ihm, los geht's. Nur für euch, meine Damen und Herren. Und unter einem letzten Video, by the way, hat einer geschrieben, dass man bei meinem letzten Video nicht gut einschlafen kann. Wie viele von euch gucken sich meine Video als Bettlektüre an? Also, ernst gemeinte Frage, weil ich kann mir sowas nicht zum Einschlafen angucken. Wenn ich mir was zum Einschlafen anhören oder angucken will, sind das irgendwelche ja, Hörbücher oder ich lese ein Buch, aber keine Videos. Ich fahre wie immer zu B hoch. Das ist irgendwie mein neues Favorite-Ding hier. Gerade im Hide hier. Ich mag C im Hide hier nicht. Ja, irgendwie nicht, nee. Ist wieder 10-7. Ja, was sonst? Aber lief ja gerade super, also. Das wird jetzt nicht gut laufen. Das kann ich ja prophezeien. Das läuft jetzt noch besser. Jetzt haben wir beide eine Nuke. Gleichzeitig. Das wäre so cool. Ich wüsste ja gern, was passiert, wenn zwei synchrone Nuke abschmeißen. Ob du da wirklich zwei Nuke siehst? Ich glaube nicht. Weil ich glaube nur die erste. Weil die Nuke, die ist ja ein geskriptetes Event. Also, boah, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, schwierig. Ich glaube, man sieht nur die erste. Falls es einer weiß, gerne in die Kommentare. Aber ich habe noch nie von einer Doppel-Nuke gehört. Nein! Hallo! Alter, wer rammt mich denn hier? Vollidiot! Also, das war richtig dämlich, du Sack. Oh, da hätte ich gerade kotzen können. Der Gegner ist durchgekommen, oder? Ja. Ja, ich habe in den letzten Zentimeter dahin geschossen. Leute, macht doch die Augen auf. Fahrt im Hide hier bitte nicht mit dem Tempomat rum. Da kriege ich schlechte Laune. Zack, direkt Booster, schlechte Laune. Läuft. Ja, Leute, ist mir so scheißegal, ich fahr jetzt da nicht mehr hin. Also da bin ich jetzt echt pisst. Au. Richtung. Ja, ja, bin raus. Oh, zum Kotzen, wirklich. So, Leute, würde ich am liebsten direkt aus dem Game bannen. Was soll denn das? Jetzt stellt er sich auf seine komische Asi-Position, hilft seinem Team nicht und will wahrscheinlich nur Kills farmen. Autsch. Na gut. Ich fahre jetzt nicht nochmal hoch. Ich hoffe, er platzt. Wo fährst du hin? War jetzt die Einserlinie. Okay. Guck, dass ich ihn abfangen kann.
Entschuldigung, Leute, wenn ich da ein bisschen ausgerastet bin, aber das ist Dummheit hoch 10. Oh, Vehikulier ist im Gegnerteam. Ja, ich hab unseren... Ach, komm schon! Wir hätten es einfach lassen sollen. Der steht da jetzt einfach oben auf dem Hang. Ja, ich kann aber im Ocelot rein. Okay. Direkt in A. Der hat keinen Cannon Breach mehr. Na, und hier war der mich gekillt hat. Okay. Ich glaub's nächste Mal, wenn ich den Einfall hab, dich zu entscheiden zu lassen, ob wir noch eine Runde spielen, lass ich's. Wäre vielleicht bestimmt besser, ja. Komm schon, ich will meinen allerersten Kill mit dem Ocelot. Damit ich wenigstens irgendwas die Runde gerissen habe. Hallo. Hau bloß ab, hau bloß ab, hau bloß ab. Achso, okay. man muss ja bei dem was anderes drücken. Das ist beim Ocelot voll merkwürdig. Du musst die Maustaste drücken, anstatt die Raketentaste zum Feuern. Ja, das haben wir alle, die nur die Raketen haben. Ach komm, ja. Nee, also die Runde war für den Arsch. Ich bin raus. Okay, dann beeile ich mich etwas. Nee, ich darf noch mal im Ocelot rein. Super. Ja, beeil dich mal mit Spaß haben, bitte. Jo, mach ich. Okay, das ist massiv verwirrend. Die ganzen Raketen von den Hubschraubern werden immer als Objekt angezeigt. Das Blöde ist, ich krieg nicht mal einen Kill-Assist für den ich angeschossen habe. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich von diesen komischen Raketen halten soll, die hitzesuchend sind. Weil die taugen einfach nichts. Du triffst die Gegner einfach nicht. Ja, das ist, Ach komm, da kommt direkt der Nächste. Also, das kannst du so vergessen mit dem Ding. Ich steck wieder auf den Gepard um. Ja, ich mag die auch nicht so richtig. Ja, ist zum Vergessen. Also ich weiß nicht, warum das Ding so hoch im Battle Rating sitzt. Das kannst du wahrscheinlich auf 5-0 machen, und zwar nicht zu stark. So, dann zeigen wir uns mal, was du kannst. Du bist jetzt der Einzige, der hier noch die Show führt. Und beeil dich, sonst überziehen wir. Dann fliege ich doch schnell irgendein komisches Apparat. Zeig du mal komisches Apparat. Ich weiß gar nicht, ob der Flieger tot ist, aber ich glaube schon. Ja, unser Flarakrat hat natürlich den Gegner erst getroffen, nachdem ich tot war. Ja, das ist doch immer so. Ich finde die MiG-19 ja echt schön, muss ich sagen. Also ja, von den MiGs ist es schön. Auf jeden Fall die hübscheste. Ja, ja. Ich mag das Heck halt furchtbar gerne. Das Heck ist ultra cool, aber die gesamte Front. Aber dem Ding würde eine spitze Schnauze nicht passen, von der Optik. Ja, aber ich finde auch, dass die Tragflächen einfach viel zu weit vorne sitzen. Ja, ist nicht perfekt, das stimmt. Und du bist echt laut. Au. Drop the Bomb! Du warst so viel zu früh. Ja, ich glaub. Treffer. Oh, die waren tatsächlich ziemlich nah dran. Ja, die sind auch ziemlich weit geflogen. Mit den Kanonen kannst du von oben Panzer ziemlich gut schreddern. Ja, deshalb fliege ich gerade nach oben. Also die Kanonen von dem Ding darf man echt nicht unterschätzen. Das einzige Problem bei dem Ding ist das Abfangen dann. Man muss rechtzeitig abdrehen. Ja.
Und man sollte treffen und abfangen, ja. Ja gut, das Treffen ist ja generell so ein Problem bei dir, ne? Ja, definitiv. Wobei die Statistik in diesem Match für dich spricht. Also, 4 Tode, 0 Kills, 0 Hits, 0 Assists, 0 Caps. Aber hey, das ist eine Booster-Runde. Ah, mit. Oh, das ist ein abgefackelter Motor zerstört. Ja, da kannst du wahrscheinlich noch 3-4 machen. Die ganze Zeit die Augen zu. Ja, gegenlenken. Ja, ich weiß, aber... trotzdem. Oh, nice. Wieso... wieso afterburnst du eigentlich beim Anflug? Wieso nicht? Mehr bin Zeit zum weg? Ziel? Ja, du solltest Afterburner machen, nachdem du abgefangen hast. Aber hey, kannst du machen, wie du willst. Ja, kann ich. Mach ich auch. Ja, ja. Weil also ich bereue gerade wirklich, dass ich die Runde noch angefangen habe. Aber es sind nur unsere ersten beiden Plätze. Und, ja, und du halt. Raus. Ja. Also sind ganz raus aus dem... Ja, der ist auch noch 4 Toten raus, aber der hat wenigstens 3 Kills gemacht. Okay, da habe ich mich ein bisschen besser abgefangen. Ich finde den Kampfpanzer 70 optisch ja schon ansprechend, aber... ja, ich weiß nicht, dem seine Effektivität hält sich halt echt in Grenzen, vor allen Dingen bei Up-Tiers. Ja, ich mag den eigentlich. Bin zwar nicht so oft gefahren. Ich wünschte, er hätte eine HE. Rüttel ich mich zu meinem Wrack? Also überleg mal, wie lustig das wäre, den als Vollderb zu spielen. Ja. Ist da ein Panzer oben bei den Zelten links daneben? Ich kann leider nicht ranzoomen. Zelte. Direkt Wanne voraus. Links an dem Stein. Von dir aus gesehen, unterhalb des Zeichens für A. Ja, ich glaube, das ist aber ein Wrack. Ja, wie gesagt, ich kann ja nicht ranzoomen, ich kann es nicht sehen. Du darfst den Leuten jetzt eine Geschichte erzählen. Ich bin gerade zu konzentriert. Du bist der Soul Entertainer jetzt. Bin ich richtig gut drin. Ja, ja, deswegen. Los. ja. Hier. Wir fahren jetzt zu B. Da vor dir ist ein Gegner, glaube ich. Ja, aber der sieht mich nicht. Du bist doch überhaupt nicht laut. Bin ich nicht. Der guckt in eine andere Richtung, aber der andere sieht mich. Aber der sieht mich nicht hier, guck. Der fährt einfach irgendwo hin, kann jetzt nicht mehr schießen. Der BMP ist Wanne voraus. Auf der anderen Seite, bei dem Baum. Warum schieße ich? Hallo? Ja, ich habe gerade nur noch was anderes gehört. Fahrer, Kraftstoff, cool. Du hast einen 20er. Ja, habe ich. Das stimmt. Und die schießt an den Stein. Ich glaube, sie ist kaputt. Nein, die ist nicht kaputt. Und Abpraller. Das ist so ein Witz. Achtung. Alter, was für ein Schwein hast du bitte? Ein Glücksschwein. Ja, ich merke das schon. So. Leben noch alle bei mir. Ich glaub's nicht. Tja. Was, hat sich gerade die Arti gekillt? Nee. Da kam... ist eine Rakete an meinem Rohr explodiert. Alter, ist das in der Zuschauerperspektive laut. Das ist ja richtig nervig. Och, ich hab so viele Punkte. Ich flieg schnell. Ich flieg schnell. Kommt mit der Bo. Ja, nahe Spawn und direkt rauf.
Ich glaube, ich muss die Folge cutten, sonst guckt die sich keiner an. Das ist halt hier Deutsch, das kommt gut an. Vor allen Dingen, wenn ich tot bin. Ich warte immer noch auf die Geschichte. Die Geschichte, ja, die ist ganz toll. Ja, komm, hau raus! Mann, was soll ich denn jetzt reden? Weiß ich nicht, die Leute gucken dir zu! Ja, keine Ahnung. Hier, ja. Ja? Schön fliegen, Bo, macht Spaß. Alter! Und hier, Leute, seht ihr, warum MTB keinen eigenen YouTube-Kanal hat. Ja, genau deswegen. Oh, da ist eine Flak, glaube ich. Ja, da ist eine Flak, die hat dich sehr lieb. Holdaldi, hallo. Und im B ist auch noch einer drin. Du hast dein Fahrwerk abgeworfen. Wieso lebst du noch? Weil die Gegner nicht treffen. Das ist unfassbar. Und weil mein Glücksschwein sehr glücklich ist. Dein Glücksschwein? Alter. Komm, geh dich verbuddeln. Der guckt da gerade hin, ne? Ist mir egal. Alter, das ist unfassbar. Das sind Close-Range ATGMs. Ey, bei mir hast du ihn nicht mal getroffen, bei mir ist deine ATGM einfach drüber weggeflogen. Und zwar wirklich meterweit. Doch, bei mir habe ich den schon getroffen. Ich freu mich. Ja. Der ist schön schnell. Die Runde ist ja eh schon vorbei, also ich mach schon mal so langsam die Abmod. Wie gesagt, Leute, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Tam haltet. Oder generell von dem 97er-Deck der Deutschen. Den Ocelot finde ich persönlich furchtbar. Den schmeiße ich wieder raus, da kommt der Gepard wieder mit. Ansonsten, ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich so Nullrunden wirklich zeigen soll, ob die euch interessieren, ob ihr David minutenlang zugucken wollt. Ich meine, ich gönn's ihm. Die Aufmerksamkeit hat er sich auch verdient. Ich meine, das ist eine gute Runde, er ist Listenführender. Bin ich auch tatsächlich. Ja, bist du. 5 Tode, 5 Kills. Ich meine, spricht nicht für unser Team, aber... ja, ich oder wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Komm, jetzt mach hin. Ja. Die Cap und zack, weg. Jetzt haben wir gewonnen. Oh, sehr gut. Und jetzt die Cap dir. Oha, war das knapp. In dem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Und ja, falls ihr Wünsche habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.